Ich heiße Rainer Pieper, bin technischer Leiter und Prokurist im Haus. Es ist erstmal so, dass es uns sehr wichtig ist, die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie auf irgendeine Art und Weise hinzubekommen. Und deswegen haben wir unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten auch angeboten, weil jeder Mensch ist natürlich auch anders und jeder hat andere Bedürfnisse. Ich nutze sehr, sehr häufig die Homeoffice-Regelung, weil ich halt auch eine Mutter zu Hause habe, die 94 Jahre alt ist und die entsprechend auch Unterstützung braucht. Mein Name ist Natalia Abasovic, ich bin 36 Jahre alt. Nächstes Jahr im Januar bin ich 10 Jahre im Unternehmen, bin zweifache Mama. Mein Name ist Thomas Pappert, bin 41 Jahre alt, verheiratet, ein Kind, bin jetzt in meinem 12. Jahr bei Sita Bauelemente. Bei Sita konnte ich vor allen Dingen von dem Gleitzeitmodell profitieren. So konnte ich die Eingewöhnungsphasen von meinen beiden Kindern in der Kita jeweils problemlos und stressfrei absolvieren. Und auch das Arbeitszeitmodell an sich. Wenn man ein Stundenkonto führt, dann hat man halt auch Überstunden, die man dafür nutzen kann. Das hat mir besonders den Alltag mit den Kindern erleichtert. Anfang des Jahres ist mir eine Betreuungssäule für meine Tochter weggebrochen für 2 Monate. Nach einem klärenden Gespräch mit dem Vorgesetzten und der Geschäftsführung war dort schnell klar, dass ich 2 Monate auf 30 Stunden reduzieren muss, was mir sehr geholfen hat, weil so konnte ich mich nachmittags komplett um meine Tochter kümmern. Wenn der Wunsch besteht, zum Beispiel die Arbeitszeit zu verkürzen, um die Tochter vielleicht ein bisschen besser zu unterstützen, dann sind die Türen für solche Ideen immer offen. Also wir sind gesprächsbereit natürlich und versuchen dann individuelle Lösungen auch zu finden. Mein Name ist Sandro, ich bin 40 Jahre alt, bin seit dem 01.01.24 wieder im Unternehmen. Da ich ja selber 2 Kinder habe, meine Frau auch im Schichtbereich tätig ist, aufgrund dessen kann ich dann auch mal sagen, ich fange heute nicht um 6, sondern um 8 an, da ich dann halt meine Kinder vorher in den Kindergarten bringen muss und das ist dann so auch vereinbart und in Ordnung. Ich bin Daniel Mirkowski, bin 39 Jahre alt, bin seit fast 18 Jahren bei Sita. Ich arbeite immer diese Zeit. Aber der Arbeitgeber ist ja trotzdem so, wenn man Termine hat oder es ist irgendwas passiert, man muss dringend nach Hause, man hat kein Problem, man muss nur immer Bescheid geben und dann kann man auf jeden Fall, kann man am den Tag Feierabend machen, seine Sachen erledigen. Ich hatte schon einen Fall, denn ja, ich musste dringend ausreisen nach Weißrussland. Es ist was passiert, mein direkter Vorgesetzter hat mir sofort gesagt, in dem Moment, wo ich gefragt habe, der hat mir sofort gesagt, Daniel, mach Feierabend, fahr, erledige deine Sachen.